Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gegen eine Erhöhung der Bezüge von Beamten und Richtern ist an sich nichts zu sagen. Nur leider sind die Abgeordnetenbezüge an die der Richter gekoppelt, sodass ein Ja zu diesem Gesetzesentwurf einem Ja zu einer Diätenerhöhung zukommt. Wie ist man eigentlich darauf gekommen, dass die angemessene Bezahlung für Abgeordnete die eines vorsitzenden Richters am Landgericht mit zwei Kindern sein soll? Das wird immer als so selbstverständlich dargestellt. Warum ist das eigentlich so? Ja, warum steht es so im Abgeordnetengesetz? Vergleichen wir mal die notwendige Qualifikation. Ein vorsitzender Richter am Landgericht muss zwei schwere Examina bestanden haben, und zwar mit Prädikat, und dann sowohl in seiner Zeit als Richter als auf Probe als auch am Amtsgericht durchgehend gute Beurteilung erhalten haben. Als Abgeordneter braucht man überhaupt keine Qualifikation. Null. Schulabbrecher und Steinewerfer geht auch, wie Herr Fischer von den Grünen bewiesen hat. Was ergibt oder ehemalige DDR-Typen und Honecker-Unterstützer, was ergibt ein Vergleich der Arbeitslast? Um in seiner Karriere so weit zu kommen, muss ein Richter sehr viele Verfahren erledigt haben, und zwar möglichst fehlerlos. Ein kleines Beispiel: Als ich kürzlich im Arbeitsgericht Stralsund war, sah ich in einem Aushang, dass der Direktor des Arbeitsgerichtes an einem Tag 25 Gütetermine zu verhandeln hatte, jeweils 15 bis 30 Minuten mit Aktenstudium. Das sind Arbeitstage. Hat die hier wirklich jeder? Herr Heidorn, Sie vielleicht? Das möchte ich bezweifeln. Die Leistung eines Amtsrichters wird genau kontrolliert, bevor er hoffen kann, vorsitzender Richter am Landgericht zu werden. Das Einzige, was von Abgeordneten wirklich verlangt wird, ist Anwesenheit. Würden Richter am Landgericht per Annonce rekrutiert, dann würde eine solche Annonce lauten: Volljuristen mit Prädikatsexamina, langjähriger Berufserfahrung und guten Beurteilungen gesucht. Bei Abgeordneten würde der Text folgendermaßen lauten: Gesucht ungelernte Kräfte, Ausbildung irgendeiner Art nicht notwendig, aber auch kein Hindernis, Anwesenheit am Arbeitsplatz erwünscht, Anforderungen, die darüber hinausgehen, müssen nicht erfüllt werden. Und das wollen Sie gleich bezahlen? Das ist ja wohl ein Witz. Ich will auch nicht gleich bezahlt werden wie ein Richter am Landgericht, aber Sie haben das genauso wenig verdient. Da ist doch ein Abgrund, der zwischen diesen beiden Gruppen klafft. Wir gönnen den Beamten und Richtern die Erhöhung ihrer Bezüge, aber wir lehnen eine Diätenerhöhung ab, besonders wenn sie wieder so hinterrücks durchgeführt wird und halb unsichtbar. Deswegen enthalten wir uns der Stimme.